Ja, und schauen wir doch mal, was hat die Astrologie mit dem Ganzen zu tun, nicht? Ich meine, was heute Astrologie genannt wird, hat nichts mit der Lehre des, oder wenig mit der Lehre des Buches des Lichts zu tun oder mit dem, was damals bei Einweihung sozusagen gelehrt und vermittelt wurde. Nicht? Das ist ja, also die heutige Astrologie, kann man sagen, geht meist nur rechnerisch und nimmt überhaupt keinen Bezug oder ganz wenig auf Reinkarnation, wenige Astrologiearten. Ja. Und dann führt das zu Fehlern, auch auf materieller Ebene. Seht mal, meine Lieben, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, ich habe es bereits gesagt, dann ist es so, als ob ein ganzes Sonnensystem wiedergeboren wird, also das ganze Universum neu entsteht. Und das ist dieses Lichtwerden. Am Anfang ist ja der mentale Aspekt der Gottheit, die im Urgrund immer ruht, ist ja, heißt dann in der Bibel, es werde Licht. Von innen nach außen. Ja? Und so macht das Ego auch. Schaut mal, das Embryo im physischen Leib entwickelt sich von innen nach außen. So kommt das ganze Universum zu seiner reinen Kopie. Und im Universum des Menschen, der schwangeren Frau in dem Falle jetzt mal, wird wiederum ein neues Universum geboren, nämlich das neue Kind, die neue Inkarnation. Und das sich auch wieder von innen nach außen entwickelt. Und greift, das muss so sein. Verlangt ihn ja nach der Materie. Also haben wir Greifwerkzeuge zum Greifen. Jedes Wesen hat Greifwerkzeuge. Es möchte kosten von der verbotenen Frucht. Vom kleinsten Ringwurm über den Tentakeltieren. Alles. Selbst Kristalle greifen. Die schießen an. Befasst euch mal damit. Buch des Lichts lehrt das. Jetzt schauen wir mal. Also, das spricht das schöpferische Wort. Und das fällt in die materiellen Ebenen. Diese Kraft, dieses Verlangen, dieses Bewusstsein. Vor allem bei, sagen wir mal, jungen Menschen, die noch vom Lebensdurst erfüllt sind, die verunglücken zum Beispiel beim Unfall, zack, sind sie wieder da. Die Skandhas sind so aktiv, die permanenten Atome. Da bleibt keine lange nachtödliche Zeit. Die wollen leben. Die wollen diese Erfahrung hier haben. Und diese Kraft, meine Lieben, diese Essenz, dieses Licht, dieses Ego, trifft zunächst auf mentaler Ebene. Da müssen wir mal ein bisschen ins Detail gehen dazu, das ist ja zu wichtig. Also, da ist ein Lichtstrom oder ein schöpferischer Klang, wie wir bereits wussten, vom Ego. Und das schleudert das in die Mentalebene. Aber zuvor haben wir ja, das dürft ihr nicht vergessen, die Skandhas, die permanenten Atome, die sind ja da. Ihr wisst, was das ist. Also nach jedem Tod, sozusagen, ist ein bestimmtes Atom von jedem der drei sterblichen Körper, wenn ich jetzt bei drei bleibe, physisch, mental, geistig, so, ja, sind auch sieben. Da bleibt ein Atom zurück. Was ist da drin? Das sind alle Erfahrungen, alle die Extrakte aller Erfahrungen und Tätigkeiten, die sind dort in den Skandhas, in den permanenten Atomen. Und das war schon seit dem ersten Abstieg der Monade in Mula Prakrit. Ja? Und dann werden diese permanenten Atome sozusagen, soll ich sagen, der Sutratma, der Fadenseele, dem Kraftstrom des Egos so rangekettet. Und da steigt nun die Ego-Energie nieder. Ja, und da ist dann, sind die Frequenzen, ein Hauptstrahl und so weiter, und die anderen Strahlen, wir wissen das von der Lehre der sieben Strahlen, da kommen wir noch dazu. Und nun kommt nun also, je nachdem, wie es jetzt für das Karma notwendig ist, dazu, dass die Gene der Eltern und der Ahnen und so weiter. Ja. Also ganz wichtig, dieses Skandhas, dass ihr euch damit befasst, mein Lieben, im Buch des Lichts oder hier auch in den Vorträgen. Die übermitteln das Wort. Und die sind Zentren von magnetischen Feldern. Und damit die neuen Körper erbaut werden können, ja,
ziehen diese Skandas die entsprechenden Materietypen, kann man sagen, an sich. Das ist eine Aktion und Reaktion. Die neuen Körper sind, ja, man kann es nur so sagen, sind Fortsetzungen ihrer Vorgänger. Am Schluss oder am Ende des vergangenen Lebens. Fortsetzung folgt. Dann haben wir natürlich jetzt in den Körpern, da gibt es so Begriffe. Also der eine ist, wenn etwas tätig ist, Raja. Der andere ist, der, alles ist ja im Rhythmus, Sattva. Dann existiert auch eine gewisse Trägheit. Kennt auch die moderne Physik, Trägheit der Materie, Tamas. Und das ist alles drin. Und so kommt die absolute karmische Gerechtigkeit, bei Fortsetzung folgt vom vergangenen Leben, in den Körper mit rein. Um es ihm zu nicht um ihn zu bestrafen, mein Lieben. Nicht um ihn zu belohnen, mein Lieben. Glück und Leid sind immer noch völlig falsche Einschätzungen von Situationen. Sondern ihm ermöglichen, das Karma auszuleben, damit es den Pfad und die Entwicklung zum Gottmenschen nehmen kann. Ja? Das ist der Sinn der Sache. Also, nochmal. Jetzt trifft diese Ego-Energie auf die Mentalwelt. Was erzeugt sie dort? Wir haben zum Geheimnis der sieben Siegel gesehen. Eine Chakra. Wann immer ein Nervenstrang im Menschen, zwei Nervenstränge sich kreuzen, entsteht ein Wirbel. Warum? Weil die Natur der Gottheit ist, sich zu bewegen, auf physischer oder auch mentaler und anderer Ebene, ist kreisförmig. Darum die Pirouette als schönste Figur sozusagen. Ja? Ja, was haben zwei Nervenstränge mit der Gottheit zu tun? In zwei Nervensträngen manifestiert sich wieder eine Monade. In einem Kreuzpunkt. So ist es nun mal. So, wenn jetzt das Ego auf die mentalen Welt knallt, dann entsteht ein Wirbel. Und in diesem Wirbel wird nur Mentalmaterie gezogen, die auch auf den entsprechenden karmisch möglichen und selbstverursachten Frequenzen schwingt. Und so, meine Lieben, entsteht ein embryonischer Mentalkörper. Merkt euch das Wort, ein embryonischer Mentalkörper. Und der entscheidet bereits, ob jemand geistig behindert oder nicht geboren wird. Ehre sei dem Buddhistlicht. Jetzt geht es aber weiter mit der Arbeit. Der Ego-Strom ist eine Energie, die von innen nach außen in die Welt knallt. Trifft auf die Astralebene. Was erzeugt sie dort? Ein Viereck, ein Dreieck? Ein Wirbel, das ist die Monade, die dort auch aktiv ist. Eine Chakra. Und in gleicher Weise wie auf der Mentalebene wird hier Astralmaterie gezogen. So erfolgt die Bildung des Astralkörpers. Hunderttausende von Nadis. 72.000 ganz wichtige. Daher die Zahl 72. Keine 72 Jungfrauen im Himmel, liebe Moslems. Gemeint ist damit genau das, was ich hier sage. Unter anderem. Und da kommt nur der Typus von Astralmaterie, der wiederum die Fortsetzung vom vergangenen Leben ist. Ein extrem emotionaler Mensch wird dann halt eben extrem diese Astralmaterie haben. Wenn er vielleicht überhaupt keine Mentalmaterie bekommt, wird er in dem Leben vielleicht von seiner emotional-astralen Energie so überflutet, überwältigt, dass er vielleicht darunter leidet und dann endlich bereit ist auch für die Bildung des Mentalkörpers. Gefühle sind okay, aber wenn sie den Verstand übermannen, führen sie in die Katastrophe, ins Elend. So, und dann haben wir jetzt eine Anziehung, Abstoßung, magnetische Art, und damit ist alles präzise unter der Leitung von Karma-Engel. Jetzt wird es ganz detailliert.